Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars. Damit das hier repariert wurde, musste ich nicht nur den herschicken, sondern auch noch einen mit Stoffen. Das ist echt. Also ich weiß nicht, wie man das irgendwie sinnvoller machen kann. Das ist, da muss ich echt noch ein bisschen Pläne machen. We have a power shortage. Wir haben hier die Kuppel und haben wir einen Strommangel? Alter, wir haben einen riesigen Strommangel, weil Nacht ist. Okay. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen in Windkraft investieren. Rotate. So. Bauen wir mal kurz ein paar Windräder noch. Weil das ist ja kein Zustand. Wie viel produziert denn so ein Windrad? 5. Cable fault reported. Okay. Und jetzt gehen die auch noch an. Wo ist denn jetzt der Kabelfehler? Ja, nice. Ich finde, die Kabelfehler brauchen auch viel zu lange zum Reparieren. Ich habe schon gesehen, da gibt es eine Mod, die das abkürzt. Kann man aber nur bei einem neuen Spiel machen. Also überlege ich mir mal bei einem neuen Spiel. So. Wir haben hier eine Kuppel und wir haben ein Schiff, das wartet. Und die Mars One. Das ist die hier. Nee, das ist die hier, die Mars One. Die ist bereit zum Rückflug. Alles klar. Bevor wir die anderen landen lassen, sollten wir denen vielleicht noch Häuser bauen. Und zwar am besten ein Apartment. Und vielleicht noch irgendwelche anderen Kuppelservices. Wir brauchen noch dieses Lebensmittelgeschäft, genau. Und dann auch noch ein Lebensmittellager. Research complete. Lager. Okay, das sah jetzt ein bisschen komisch aus mit dem Ding. Lager. Mr. Lager. Das ist ein Außengebäude, das heißt, das bauen wir mal hier direkt vor den Eingang. Und sobald das hier fertig ist, kann ich das Shuttle hier landen lassen, ne? Sehe ich das richtig? Pipe leak reported. Rohrbruch. Ja, nice. Batterieoptimierung. Okay. Wie geht's denn unserem Forschungsfahrzeug? Da ist es liegen geblieben. Na, klasse. Ich wusste es. Du hilf dir mal. Resources are low. Ja. Ach was. Okay, das wird gerade gebaut. Dann können wir hier Menschen landen lassen. Das ist ganz gut. Mittlerweile haben wir 66 Bewohner und 66 Drohnen. Hey, das ist 1:1-Verhältnis. Schön. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich werde das mit den Forschungen in Sicherheit nicht schaffen. Colonists have arrived. Da bin ich mir fast sicher. Was haben die hier für komische Pipe leak reported. Symbole hier? Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Komfort durchschnittlich. Ja, komm. Okay, das heißt, hier können wir jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Metallextraktor hinbauen. Ja. So. Der Metallextraktor baut uns dann die ganzen Metalle ab. Das ist hervorragend. Unsere Lager sind ja wieder aufgefüllt einigermaßen. Das ist auch gut. Da haben wir auch genug. Gut, die beiden hier sind ausgelutscht, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Ihr seid fertig, oder? Dann könntet ihr... Nein. Ich weiß, wofür der Rover da ist. Ich habe es mittlerweile tatsächlich gelesen. Stell dir vor. So, wie geht's euch hier? Ihr habt euch gegenseitig geladen, das ist schön. Jetzt könnt ihr beide
zurück nach Hause fahren. Und hier. Ich glaube, es macht vielleicht auch Sinn, da normalerweise hier immer wieder mal so eine Ladestation zu bauen. Huh? So. Jetzt haben wir das Gerät hier. Haben wir nicht genug Arbeit dafür noch eine Schicht? Oh, wir haben sogar genug Arbeit dafür drei Schichten. Ja, dann soll der mal in drei Schichten arbeiten, ganz ehrlich. Das ist jetzt aktuell unser Metallvorhaben. Unsere Metallmenge, 6. Wie sieht es denn energietechnisch aus? Minus 14,5, das heißt, die Akkus entladen sich. Das finde ich nicht gut. Die Akkus und die Solardinger sollen eigentlich nur Notstrom darstellen. Hier können auf jeden Fall noch welche hin. So. So. Bitte? Herr Meteorit, lassen Sie das. Das kann ich wirklich nicht gebrauchen. Ein Sensorturm. Habe ich diese automatisch erhaltenen Sensortürme mittlerweile erforscht? Ja. Das heißt, wir können hier auch mal einen Sensorturm hinbauen, der uns ein bisschen vor Meteoriten warnt. So. Fehlerhafte Kabel. Boah, die Kabel gehen so oft kaputt. Boah, das ist schon nervig. Vor allem anstrengend. Muss ich zugeben. So, die bringen jetzt hier die Ausbeute, okay. Die Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle, ist, wie sieht es denn aus mit Arbeitslosigkeit? Wir haben 7 Arbeitslose, okay. Die 7 Arbeitslosen könnten doch theoretisch Couple Services in einem Forschungslabor arbeiten, oder? Cable fault reported. Also denke ich mal, noch ein Kabelfehler. Da ist einer und da ist auch einer. Was rasten die denn? Ach, die bauen jetzt hier... Verstehe, verstehe. Boah, unser Betonlager sieht nicht mehr so frisch aus. Und auch hier das... Was hat denn der dabei? Polymere. Das sind auch Polymere, richtig? Das sind auch Polymere. Also lad doch mal ab. So, okay. Eieiei. Okay, hier ist deren Essen, das ist auch in Ordnung. Da ist jetzt ein Forschungszentrum. So. Da arbeiten 3 Leute, das heißt aber immer noch, wir haben 4 Arbeitslose, das heißt, wir können noch eine Forschungsschicht einlegen. Da haben wir jetzt noch... Wie viele Arbeitslose? Einen Arbeitslosen. Okay, das ist in Ordnung, falls einer krank wird. Der kann dann ein bisschen chillen. Hier haben wir 7 Arbeitslose. Das bedeutet doch auch... Wir haben doch hier auch ein Forschungslabor, dass wir hier locker noch eine Schicht reinhauen können. Jetzt haben wir 4 Arbeitslose. Das ist in Ordnung. Und hier die Kuppel hat 6 freie Arbeitsplätze. Okay. 6 freie Arbeitsplätze ist natürlich nicht ganz optimal, aber gut, muss halt Elektronik laden. Da arbeitet nur einer. Aha, sieht aus wie ein Apple Store. Oh, welches nehme ich denn? Nehme ich ein iPad oder nehme ich ein iPad? Ja, ist schon eine harte Entscheidung. So, wir haben jetzt die Windräder. Wie sieht es jetzt energietechnisch aus? Wir sind gut dabei auf jeden Fall. Das gefällt mir. Selbst wenn es jetzt Nacht wird und die hier einklappen, sollten wir immer noch genügend haben, dass die Akkus nicht benutzt werden müssen.
Also werden wir sehen, so, genau, jetzt klappen die ein. Wir haben noch 16,3 plus. Sehr schön. So, der Metallextraktor arbeitet auch einwandfrei. Im Dreischichtbetrieb. Das ist gut. Wie ist denn eigentlich das Metallvorkommen? Durchschnittlich. Okay. Ja, 545 Metall. Ist vielleicht gar nicht mal so viel. So, der Drohnen-Hub, der Shuttle-Hub hat auf jeden Fall Zeug. Auch Langstreckentransport packt der, okay. Eieiei. Das ist echt nicht so einfach. Wie ist denn das, wenn wir jetzt hier umsiedeln? Also wenn ich jetzt quasi... Ja gut, aber ich kann ja diesen Erkunder jetzt nicht hierher schicken, oder? Weil hier kommt man ja gar nicht runter. Meteor incoming. Okay. Die Vorwarnzeit ist ein bisschen... schwierig. Meteor incoming. Okay, wo? Boom. Finde ich jetzt nicht so optimal. Die ist startbereit. Das heißt, die können wir wieder nach Hause schicken. Sehr schön. Aber wie kommen wir jetzt hier runter? Wie kommen wir jetzt hier runter? Ich würde gern hier unten was bauen. Das heißt auch, dass ich die Sektoren hier ganz gerne gescannt hätte. Für die Zukunft. Können wir, wenn ich jetzt sage, hier, wo ist meine mobile Fangstätte Rover? Genau. Dich brauche ich. Ich hätte dich gerne hier. Da so. Was macht der jetzt? Kann der da runter? Nee, der kann da doch nicht runterfahren. Research complete. Nee, das ist viel zu steil. Wie kriege ich denn den da runter? Oder muss ich da unten vielleicht eine Rakete starten? Oder was war denn mit diesem Tunnel? Oder können wir erst den Tunnel bauen? Boah, das ist ganz schön teuer, ne? Mit diesem Tunnel können Energie und Lebenserhaltungsnetze an verschiedenen Orten in unterschiedlicher Höhe miteinander verbunden werden. Naja, wir probieren hier aus, ne? Wir... Ach, ich sollte vielleicht vorher unseren Forschungsrover wieder auf Forschungstour schicken. Machst du mal den hier. Also wenn ich jetzt einen Tunnel bauen möchte. Und zwar sagen wir mal hier so. Ich glaube, ich muss hier wirklich eine Rakete landen. Frachtrakete. Ferngesteuerter Rover. Mit 5 Drohnen. Beton. Metall. Und ein paar Polymere vielleicht noch. Und noch eine Orbitalsonde. Anstatt der Polymere könnte ich noch ein paar Orbitalsonden nehmen. Okay. Probieren wir das mal. Und dann landen wir den da unten. Und dann bauen wir da unten auch so einen Tunnel hin. Habe ich jetzt hier oben einen Tunnel gebaut? Nee, ne? Den hätte ich aber schon ganz gern eigentlich. Die Frage ist jetzt natürlich auch, muss ich da irgendwas Spezielles beachten? Ich baue den mal so.
Ah, oder muss ich da immer zwei dann? Ah, das könnte sein, okay. Ja, dann müssen wir erst warten, bis wir da unten entsprechend ausgestattet sind. Okay. Okay. Wir haben hier noch 79 Beton und hier haben wir noch 26. Pipe leak reported. Einmal diese Pipe Leaks. Was sagt denn die Forschung? Na, geht so. Drohnenfabrik. Ja, wir können ja mal. Ja, einfach mal so. Breakthrough discovered. Magnetische Extraktion, Durchbruch. Okay. Durchbrüche sind immer gut. Tanko. Wie geht's dem Rover hier oben? Ah, der ist schon fertig. Okay, das heißt, er kann als nächstes dahin fahren. So, sobald die Rakete da ist, haben wir auch Orbitalsonden, um ein paar Sachen direkt zu scannen. Das ist auch ganz angenehm. Gar nicht so einfach, ne? Gar nicht so einfach. Ja, das funktioniert jetzt alles. Ich hätte gerne mal eine Wartung hier angefordert. Wir haben ja noch elektronische Teile. Also die Kuppel hier ist ganz gut. Die Kuppel hier könnte noch ein paar Gebäude vertragen. Also wir haben da einen Spielplatz. Vielleicht bauen wir hier wirklich mal eine Schule. Andererseits, ah ne, wir haben ja schon eine Schule. Eigenschaften. Ach krass. Okay, ja, Nerd dürfen sie ruhig sein, wenn sie auf dem Mars leben. Gelassen Breakthrough sollten sie sein und discovered. Überlebenskünstler, ja, optimal. Durchbruch. Noch ein Durchbruch, Alter. Riesige Nutzpflanzen. Schaltet riesige Nutzpflanzen frei, die eine erhöhte Nahrungsproduktion haben. Ja, cool. Das ist ziemlich cool, aber wir kriegen das mit den Forschungen alles nicht geregelt irgendwie. Das Ding hier soll hier unten landen. Und zwar hier so. Und dann können wir rein theoretisch Dinge bauen. Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. So, also fangen wir damit an, dass wir ein bisschen dafür sorgen, dass wir Beton produzieren können. Dafür brauchen wir ein Betonlager. Sector scanned. Das bauen wir mal hier hin. Und wir brauchen eine Betonproduktion. Das heißt, ich mache hier wieder mal dieses Doppeldesign, so zwei Extraktoren nebeneinander. Betonextraktor. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob wir uns das überhaupt leisten können. Ob wir überhaupt die Bauteile für haben. Es kann sein, dass ich das ein bisschen vermurkst habe. Gucken wir mal. Aber die Shuttles sollten Research eigentlich das complete. Zeug, sehr schön, transportieren können. Dann brauchen wir noch Kabel. Bitte was? Atomakku. A colonist just snapped. Kolonist hat gerade Nervenzusammenbruch erlitten. Ansehen. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Soll ich vielleicht hier oben noch Polizei reinbauen? Vielleicht. Kuppelservices, Sicherheitsstation.
So. Also, Stromkabel. Also wir haben auf jeden Fall zu wenig Zeug da, um das alles zu bauen. Das ist mir jetzt schon klar. So. Und hier brauchen wir quasi, sagen wir mal, zwei Windräder. Und dann brauchen wir noch ein Universallager, dass die Shuttle anfliegen können. Ich hoffe, die machen das auch. Universallager. So. Bringt jetzt ein Shuttle von hier oben Zeug nach unten. Jawohl. Ha. Der Plan geht auf. Das Shuttle fliegt jetzt hier runter. Das kann das nämlich, weil es kann ja fliegen. Und die bringen hier so die notdürftigste Versorgung her, damit die hier das fertig bauen können. Also cool ist das ja schon, ne? Ja, mal gucken, wie das hier so läuft mit dem Vorkommen. Ist ein kleines Vorkommen, niedrig. Da bin ich mir nicht so sicher. Wir haben jetzt Orbital-Scans. Sector scanned. Das heißt, wir scannen hier mal ein bisschen das Gebiet hier unten. So. Und die normalen Scans, die können jetzt einmal so scannen. Was ist das hier zum Beispiel? Tiefliegendes Wasser kann mit einem Wasserextraktor abgebaut werden. Sehr niedrig. Kann mit einem Wasserextraktor. Und das hier kann mit einem Wasserextraktor abgebaut werden. Das Vorkommen kann mit unseren aktuellen Technologien nicht abgebaut werden. Ah, okay. Niedrig, 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 sehr niedrig, sehr niedrig. Ja, also das hier ist das Beste eigentlich mit durchschnittlich. Aber das können wir momentan noch nicht abbauen. Interessant. Kann ich dazu nur sagen. Interessant. Jetzt hätte ich gerne mal den Tunnel. Jetzt schauen wir mal, ob wir den bauen können. Das heißt, von hier nach... Ja, von hier nach hier so. Kann man den hier jetzt einfach so hinbauen? Oh. Offenbar geht das. Okay. Und dann können unsere Fahrzeuge da quasi durchfahren. Faszinierend. Die beiden Betonextraktoren, Kabelfehler, Leak. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ist das noch... Ja, ist auf jeden Fall noch innerhalb von so einem Drohnenteil. Das heißt, es müsste gleich von alleine repariert werden. Wie läuft es denn hier oben? Ganz gut eigentlich. Ja. Fast voll mit allem. Gut, es braucht 30 Maschinenteile. Ich muss mal eine Sonde mit Maschinenteilen und noch ein paar elektronischen Geräten. Und vielleicht noch ein paar Metallen organisieren. Bin mir nicht sicher, ob wir so viele Maschinenteile rangeschafft kriegen. Da sind jetzt wieder drei. Noch ein Kabelfehler, den haben wir schon. Und da hinten sitzt noch einer. Ja, wow. Okay, also Nahrung, glaube ich, ist echt nicht unser Problem. Nahrung haben wir Tonnen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Research complete. Okay. Cable fault reported. Den haben wir schon.
Oh, hier oben ist schon mal fertig. Krass. Lebenserhaltung. Rohre. Das heißt, wir können den eigentlich mit unserem Rohrsystem verbinden. Und dann ist das hier unten mit unserem Rohrsystem verbunden. Cool. Pipe leak reported. Das heißt aber auch, wir können quasi Strom damit verbinden, oder? Stromkabel? Ja, nice. Okay. Das heißt, ich nehme hier mal das Stromkabel und verbinde es hier. Nice. So, wie geht's in unser Forschungsroboter? Unserem Forschungsroboter? Wo ist er denn? Ah, da. Ja, der hat nicht mehr so viel Saft. Der soll mal hier zum Laden fahren und dann soll er hier runterfahren, weil das kann er ja. Das ist, weil wir haben jetzt hier so einen Tunnel und da kann der durchfahren. Cool. Ich lege die Kamera zur anderen Seite des Tunnels. Das sind immer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Das heißt, wir können jetzt nicht so ein fettes Netz machen, wo wir einfach überall Anschluss machen. Das ist aber logisch. Eigentlich. Wir produzieren auf jeden Fall eine Menge Beton. Das ist schön. Die Rakete, wo landen wir die denn? Können wir die schon wieder wegschicken? Nee, noch nicht. Dann landen wir die am besten hier wieder. Weil hier die ganzen Lager sind. So, der lädt jetzt auf und dann schauen wir mal, ob wir den nach unten schicken können. Also. Sektor scanned. Quasi dahin. Ja. Na, guck mal. Wow, das ging aber schnell. Ja, das ist ziemlich cool. Mit dem Tunnel. Das ist ziemlich cool. Alles klar, Leute. Puh, ich würde sagen, das war's dann soweit für diese Folge. Schreibt mir gerne wieder Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Auch wenn ich sowas jetzt nicht immer umsetze, wie dass ich die Geschwindigkeit, ich weiß, ich kann die runtersetzen. Aber ich will jetzt hier beim Lernen, sage ich mal, einen ordentlichen Fortschritt erzielen. Deshalb habe ich jetzt einfach auf 5-fach Tempo. Das heißt aber nicht, dass ich sowas vergesse. Ne? Ich merke mir das. Also von dem her, schreibt gerne weiterhin Tipps in die Kommentare. Vielleicht auch, wie ich so einige Probleme hier lösen kann und wie ich mehr Forschung kriege. Und naja, ihr seht ja meine Problemchen, die ich so habe. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.